Kickers unter Zugzwang. In den letzten zwei Spielen schossen die Blauen insgesamt 5 Tore, haben damit aber nur einen Punkt aufs Konto bringen können, denn gleichzeitig kassierte man 6 Gegentore. Folglich liegt der ganze Fokus auf der Verteidigung und Trainer Kaczmarek schickt von Beginn an eine Fünferkette bestehend aus Garnier, Döringer, Komolong, Jäger und Landeka aufs Feld. Mit Döringer, Komolong, Landeka sowie Weißenfels insgesamt 4 Wechsel in der Startelf. Mit der SV Elversberg treten die Blauen immerhin bei einer Mannschaft aus dem ersten Tabellendrittel an. Bei bestem Fußballwetter geht es los. Die Kickers von links nach rechts in den gelben Trikots und den grauen Hosen. Und den Kickers gehört auch die erste Möglichkeit. Szczepanik mit der Balleroberung und dann hat Abruscha Platz. Allerdings ohne Gefahr für Frank Lehmann im Elversberger Tor. 6 Minuten gespielt. Knapp 60 Sekunden später. Der Ball von Feser wird abgefangen. Und das ist Kevin Kofi mit seinem 4. Saisontor und der 1:0 Führung. Und weiter geht es mit Elversberg. Kohler gegen Döringer und gegen Landeka. Und das ist Benno Mohr. 2:0 nach 14 Minuten. Da sehen die Kickers nicht gut aus. Nächste Szene. Freistoß Elversberg. Chipball auf Gaetan Krebs, aber damit hat Feser keine Probleme. Dann bekommen die Kickers Räume, dass sich Elversberg zurückzieht. Weißenfels mit dem Abschluss aus der Drehung knapp 3 Meter am Tor vorbei. Und es geht weiter mit dem Blauen. Szczepanik mit der geschickten Drehung und dem Platz nach vorne. Aber auch sein Schuss zu unplatziert, das alles nach 28 Minuten. Diese Minuten jetzt die stärksten der Kickers in Durchgang 1. Schwarz mit dem Ball und auch sein Abschluss findet nur den Weg rechts am Kasten vorbei. Und dann drehen die Gastgeber wieder auf. Morabit auf Cinkota, auf Gaul und das ist das 3:0 nach 33 Minuten. In der Folge stellt der Trainer um, Döringer kommt raus, dafür Maurice Hirsch als zweiter Sechser, aber das zeigt zunächst keine Wirkung. Das Gefährlichste, was die Kickers zustande kriegen, dieser Ball im 5-Meter-Raum. Und eine Szene haben wir noch in Halbzeit 1, das ist Smail Morabit, aber Feser fängt den Lupfer problemlos ab, somit bleibt es beim 3:0 nach 45 Minuten. Durchgang 2 beginnt mit dem Blauen. Szczepanik, Abruscha und wieder Szczepanik und der darf sich zu Recht ärgern in Minute 56. Wir bleiben in der Elversberger Hälfte. Badian und in der Mitte ist Edwin Schwarz. Schwarz rückt jetzt immer häufiger aus seiner defensiven Position heraus, um den Angriff zu unterstützen. Und da ist er schon wieder, diesmal im Zweikampf. Der Ball kommt über Umwege zu Joe Landeka. Und Lehmann klärt zur Ecke. Die wird vom Schützen getreten und landet bei Edwin Schwarz, der nun überall zwischen Verteidigung und Angriff zu finden ist. Jetzt kommen die Gastgeber wieder besser ins Spiel. Kofi. Abgegrätscht von Szczepanik. Dann der Kapitän Kohler auf Morabit. Aber auch er ohne Torgefahr. Wir sind schon im letzten Spieldrittel. Ballgewinn der Kickers scheint aber bereits geklärt, aber die Kickers bekommen einen neuen Versuch. Und das ist das 3:1. Alessandro Abruscha mit dem strammen Schuss und seinem 10. Scorerpunkt der Saison nach Zuspiel von Robin Garnier, allerdings unter viel Mithilfe der Elversberger Hintermannschaft, dank Fehlpass und inkonsequentem Zweikampfverhalten. Was können die Kickers aus diesem Treffer in der 71. Minute machen? Erstmal nichts. Das ist der eingewechselte Julius Perstaller. Und der stellt nur 5 Minuten nach dem Kickerstreffer den alten Abstand wieder her. Auf blauer Seite durfte Daniel Schelhorn sein Debüt geben. Spielt zu Garnier. Und in der Mitte ist erneut Schwarz mit dem Kopf wieder erfolglos. Die Gastgeber spielen jetzt trotz deutlicher Führung weiter nach vorne. Kofi und
Feser kann sich behaupten. Wir sind bereits in der Nachspielzeit. Nochmal die SVE. Der Ball kommt zu Kai Merck und in die Arme von Feser. Gleichzeitig die letzte nennenswerte Aktion des Spiels. Die Kickers ohne Chance und stehen damit weiter unter den letzten sechs der Tabelle.